Hermann, wenn hier im Spiel alle Stricke reißen, dann bist du zu dick für die Schaukel. Ja, wenn der Hermann in die City shoppen geht, ne, dann ist jedenfalls einer dick im Geschäft. Apropos dick im Geschäft, dem Haaland und seinen gierigen Beratern sind jetzt 350 Millionen Euro von Man City als Gesamtpaket und Angebot zu wenig. Verstehe ich. Batman hat auch keinen Bock, dass er bei Wer wird Millionär angerufen wird vom Joker. Bei der Frage, welche Pandemie hat die Welt 2020 erschüttert? A, die Desperados-Pandemie, B, die Paulaner-Pandemie, C, die Feldins-Pandemie oder D, die Corona-Pandemie? Vielleicht sollte man dem Haaland mal irgendwie sagen und seinen Beratern, in welcher Zeit wir irgendwie leben, ey. 350 Millionen Euro, ganz ehrlich, da kannst du in Hollywood noch eine Olle ballern, die falsche noch dazu, und das reicht am Ende noch, ey. Und kleiner Tipp, wenn Man City, wenn die Kohle, wenn das da irgendwie nicht reicht, ist doch kein Ding. Geh zur Hertha. Irgendwo müssen noch die Windhorst-Millionen liegen. Und das sind genau 374 Millionen Euro, Erling. Und die langen doch für dich, oder? Andi! Früher war alles besser, ne? Vor 10 Minuten zum Beispiel, da hast du noch auf der Bank gesessen! Bei der Hertha ist alles anders, ne? In normalen Stadien, da halten die Fans so Pappschilder hoch. Gib mich dein Trikot, ne? Und bei der Hertha, da rennen die Fans nach dem Spiel zu den Spielern und sagen, so, Trikot aus. Und ich verstehe das komplett. Bei den aktuellen Preisen im Fanshop. Bis gestern hat ein Trikot von Hertha 89,95 gekostet. Jetzt, Achtung, ist eine wahre Geschichte, guckt nach, 50 Euro. Das ist Deeskalation von Hertha BSC. 50 Euro für so einen schönen Lappen. Jetzt machst du noch mit dem gleichnamigen Wursthersteller einen Deal. Und dann kriegst du für dein Trikot 50% reduziert, obendrauf noch so einen Hertha-Fleischwurstring. Und die Nummer ist gelaufen. Wobei, wenn du jetzt die Bilder mit den vollen Fanblocks siehst, ne, da denkst du aber auch, Omikron ist nur noch ein griechischer Abwehrspieler bei Panathinaikos Athen. Geile Fan-Choreo da von Hertha, die war richtig gut und die hilft mehr als ein Interview von Freddy Bobic. Wenn das Interview von Freddy Bobic deeskalierend wirken soll, ne, da gehe ich aber mit dem Freddy nicht zum Grillabend. Wenn der Bobic die Kohle am Ende löschen will, pumpt da noch eine Flasche Spiritus rein. Wobei, ist auch unrealistisch. Ein härter Grillabend mit Kohle, der wird in den nächsten Jahren nicht stattfinden. Ne Männer, so beschissen wie ihr heute spielt, da reißen euch die Fans nach dem Spiel die Hose runter. Also wenn wir welche haben. Ich meine, also Hosen an. Ja, und die Härte hat ja den Mackert geholt, um wieder so ein bisschen Schwung in den Laden zu bringen. Ich meine, du machst doch Folgendes auch nicht. Du gehst doch nicht in ein Geschäft, um dein Liebesleben aufzupeppen und kaufst ein Wasserbett. Bringst das nach Hause und sagst, hier, Schatz, teste mal das tote Meer. Der Magath, der muss sich auch vorkommen in Berlin wie ein BH. Ne? Er hebt die Kleinen, stützt die Großen und hält die Massen zusammen. Medizinbälle helfen da auch nicht mehr. Ne? Mal ein Tipp von mir an den Felix. Mach mal Folgendes. Kabinenkaraoke. Und als Mikrofon nehmt er die Klobürste. Ja sicher, jeder Spieler, damit die mal merken bei der Performance, wie dicht die Scheiße an einem überhaupt dran ist. Stefan, du bist auch so ein richtig guter Stecher, ne? Deswegen schicke ich dich morgen zur Spargelernte. Ja, der Julian hat sich nach dem Augsburg-Spiel auch erstmal einen Horrorfilm reingezogen, um sich zu beruhigen, ne? Meinte der Julian so nach dem Spiel, ja, wir müssen uns hier 60-70% steigern. Das heißt, das Champions-League-Spiel kannst du nicht angehen wie eine Domina, ne? Man schlägt sich so durch. Die aktuelle Form der Bayern, die reicht gerade mal für Villarriba, aber nicht für Villarreal. Herr Neuer hat gesagt, ne, das Champions-League-Spiel werden wir zusammen mit den Zuschauern rocken. Ah, die Zuschauer in der Allianz Arena. Gibt da AC/DC ein Blockflötenkonzert, sagen die noch, ah nee, ist zu laut, mach mal leise. Manuel Neuer hat gemeint, wir denken schon in die richtige Richtung. Mhm. Denken hat im Fußball noch nie was gebracht. Hermann, du isst auch weiter Überraschungseier, ne? Weil du denkst, Samonelle ist ein finnischer Skispringer. Sag mal, Christian, bist du in der Gang? Ja, das mag ich. In der Alleingang, ne? Jetzt spiel doch mal ab. Ja, dann noch der Knaller. Barcelona gegen Frankfurt, ne? Auf dem Ticketmarkt, ne? Einer wollte seine zwei Tickets verkaufen für hier ein Liter Speiseöl und eine Rolle Klopapier. Elende Abzocker, ey.
Barcelona, die haben so viel Schulden, da müssen Hertha und HSV erstmal rankommen. 11 Milliarden. Das ist eine 11 mit 8 Nullen. Also dasselbe, was ich hier den ganzen Tag auf dem Platz hab. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl. Der denkt, er kocht die ganze Zeit mit dem spanischen Kochbuch, weil da drin steht El Salz, El Mehl. Ich bin richtig weit gekommen. Dem Erling Haaland und seinen Beratern sind jetzt 350 Millionen Euro bei Man City wohl zu ver... Klopfst du denn da, Mann? Ja, das sind die Ultras, die machen Support morgens um... Ja. Andi! Psst. Hörst du das nicht? Ja, bei der Hertha, da ist alle... Normal. Ja, Mann! Du isst auch weiter Überraschungseier, ne? Weil du denkst, Salmonelle ist ein griechischer... Ja, genau, ein griechischer Skispringer. Man kennt sie ja. Die Griechen sind so erfolgreich im Skispringen, wie die Jamaikaner im Bobfahren. 11 Milliarden. Das ist eine 11? Mhm. Mathe, ne? Das ist eine 11 mit 8... Ne. Das ist eine 8... Das ist natürlich eine 11 mit 8...